die Tora zu Hause haben, ist das erlaubt? Man sollte allgemein, und manche Gelehrte sagen, man darf es nicht, also es ist verboten, in der Tora und in der Bibel zu lesen, auch in den Büchern der Erneuerer. Warum? Weil es ist diese Fitna da, dass du das liest und vielleicht selber nicht in deiner Religion gefestigt bist und daraufhin den glaubst, was dort drin steht. Und deswegen die Tora, die Bibel und irgendwelche Bücher von Erneuerern, diese Sachen sollte man sich gar nicht erst durchlesen. Und manche Geschwister, seit Jahren beschäftigen sie sich mit der Bibel und sie können dir alles sagen in der Bibel. Das steht da und das steht da und das steht da. Und du fragst ihn die kleinste Sache im Fiqh bezüglich seinem Gebet, bezüglich seiner Aqida und er kann dir nicht antworten. Ja? Was ist deine Religion? Ist deine Religion das Christentum oder ist deine Religion der Islam? Wenn deine Religion der Islam ist, dann kümmerst du dich erstmal darum, dass du ein Fundament hast im Islam und dass du deine Pflichten richtig verrichten kannst. Wenn du dann diesen studiert hast, diesen Islam, dann kannst du sagen, okay, um jetzt mit irgendwelchen Christen sozusagen diese zu widerlegen, gucke ich mir mal an, was sie sagen. Ja? Dann haben die Gelehrten das erlaubt, dass man, wenn man selber ein Fundament hat in der Religion und geschützt davor ist, dass man dann, um sie zu widerlegen, das durchlesen kann und sich Sachen rausschreiben kann. Aber dass man selbst überhaupt kein Wissen hat in der Religion, im Islam, und dann kommt und ein sozusagen Regal zu Hause hat von der Bibel und Tora und Tafsir von Ar-Razi und was weiß ich was, ja, das ist nicht erlaubt. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaddiban, ja.